Deutsch besucht mein Mama, Papa. Es macht viel Spaß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch jetzt einen massiven Flashback haben werden. Und auch ich war anfangs äußerst enthusiastisch, als ich sah, welche Serie mir mein kleines Zufallsprogramm dieses Mal offerierte. Doch dieser Enthusiasmus wich ziemlich schnell der Erkenntnis, dass es wieder einmal kaum Informationen zu dieser Serie gibt und sie trotz einiger Wiederbelebungsversuche mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist. Ja, Barbapapa ist bei weitem nicht der Kulthit geworden, den die Macher sich wohl damals erhofften, und das obwohl die Bücher in Frankreich äußerst populär waren. Wenn ihr jetzt aber wissen wollt, was Barbapapa überhaupt bedeutet und wo der rosa Klumpen herkommt, und wie ich überhaupt aus dem bisschen, was ich hatte, ein Video machen konnte, das länger als 3 Minuten ist, dann solltet ihr dranbleiben. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der Fette Loser im Exil. Und heute habe ich euch eine Serie mitgebracht, die zu meinen allerersten Fernseherinnerungen zählt. The Barbapapa. Über Barbapapa und seine Familie von gestaltwandelnden Wesen muss man wohl nicht viele Worte verlieren. Die Familie besteht neben dem titelgebenden Oberhaupt Barbapapa außerdem aus seiner Herzdame Barbamama sowie den Kindern Barbarella, Barbaletta, Barbalala, Barbarix, Barbavum, Barbabo und Barbakus. Gemeinsam erleben die 9 spannende Abenteuer, wobei sie durch ihre Verwandlungsfähigkeit in der Lage sind, jegliches Problem zu lösen oder Gefahren für ihre menschlichen Freunde abzuwehren. Die Serie war mein ganz großer Favorit, als ich noch so klein war. Also, so ungefähr. Dass sie auf einer Kinderbuchreihe basierte, wusste ich damals noch gar nicht. Ich konnte ja sowieso noch nicht lesen. Den Ursprung der Serie stellte also das Kinderbuch Barbapapa dar, das von dem französisch-amerikanischen Ehepaar Annette Tisson und Thales Taylor 1970 veröffentlicht wurde. Der Name Barbapapa betitelt dabei nicht nur die Hauptfigur, sondern gilt auch als der Name seiner Spezies. Das Buch war das erste einer ganzen Reihe von insgesamt 15 Büchern, die in einem Zeitraum von 22 Jahren entstanden sind. Sie wurden ursprünglich auf Französisch verfasst und später in über 30 Sprachen übersetzt. Als Tisson und Taylor ihr Manuskript und die Zeichnungen einigen Verlagen vorstellten, bekundeten diese tatsächlich Interesse an Barbapapa, waren jedoch nicht bereit, die Produktionskosten zu übernehmen. Frank Femers, ein niederländischer Verleger, gründete daraufhin eine Verlagsgesellschaft und schon kurz darauf gingen die ersten Ausgaben in Produktion. Die Originalausgaben wurden in französischer Sprache von L'École de Lisieux, in niederländischer Sprache von Frank Femers Productions, in britischem Englisch von der Ernest Benn Company und in amerikanischem Englisch von der Henry Z. Walk Corporation veröffentlicht. Tja, der Weg zum Erfolg ist meistens steinig. Aber Frank Femers hatte den richtigen Riecher und die Bücher wurden ein großer Erfolg und verkauften sich ausgezeichnet. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis man die Möglichkeit einer Verfilmung ins Auge fasste. Nachdem das 4. Buch um Barbapapa, die Barbapapa-Schule, erschienen war, kam Frank Femers auf die Idee, die erfolgreiche Buchreihe ins Fernsehen zu bringen. Dafür tat er sich mit Job Wisch von Polyscope Polygram zusammen und gemeinsam mit dem japanischen Animationsstudio Topcraft entwickelten sie eine TV-Serie, zu der Taylor selbst die Storyboards entwarf. Obwohl die Serie in Japan produziert wurde, lief sie dort erst ab dem 4. April 1977 im TV. Ihre Weltpremiere feierte sie dagegen bereits am 2. Oktober 1974 in Frankreich. Und auch bei uns wurde sie kurz darauf, nämlich ab dem 5. November 1974 in der ARD ausgestrahlt. Wie die Bücher, so war auch die Serie ein großer Erfolg bei den Kleinen. Und so wurde schon kurze Zeit später eine 2. Staffel produziert, die die gesamte Serie auf insgesamt 100 Folgen brachte. Von diesen 100 Folgen stammen 45 aus der 1. und die restlichen 55 Folgen aus der 2. Staffel, die ab 1977 produziert, bei uns aber nicht gesendet wurden. Sie wurden erst 2010 in deutscher Sprache auf DVD veröffentlicht. Interessant dabei ist, dass aber 1978 ein Barbapapa-Comic-Heft in den Handel kam, in dem die Folgen der 2. Staffel in illustrierter Form dargestellt wurden.
So behandelte das erste Heft dann auch die erste Folge der zweiten Staffel und hieß ebenfalls Das Sparschwein. Die Franzosen hatten es dagegen deutlich besser als wir. Dort wurde die zweite Staffel ab 1977 ausgestrahlt. Doch aus unerfindlichen Gründen zeigte man ganze 8 Episoden dort bis heute niemals im TV. Nach der zweiten Staffel wurde es ruhig um die Barber-Familie und das Ehepaar Tisson und Taylor trennte sich nach 12 Jahren 1982 von Frank Femers. Das hätte nun eigentlich das Ende der lustigen Formwandler sein können. Doch dann bekamen wir plötzlich 22 Jahre nach der letzten TV-Folge eine neue Fernsehserie präsentiert. Ja, denn pünktlich zum 25. Jubiläum der ersten TV-Serie wurden 1999 50 neue 5-minütige Folgen unter dem Titel Um die Welt mit Barberpapa von Kodansha produziert. Hierfür verwendete das Animationsstudio Pierrot Originalentwürfe und Drehbücher der Barberpapa-Schöpfer Tisson und Taylor. In Japan wurde die Serie ab dem 5. Juli 1999 ausgestrahlt. Frankreich folgte 2001, während wir hierzulande warten mussten, bis RTL sie ab dem 2. Februar 2003 sendete, meistens gleich mehrere Folgen hintereinander. Und es sollte nicht die letzte Barberpapa-Serie gewesen sein, denn das Animationsstudio Normal und der TV-Sender TF1 entwickelten 2019, also wiederum 20 Jahre später, einen weiteren Ableger, der unter dem Titel Barberpapa und Familie am 4. Januar 2020 seine Weltpremiere feierte und bei uns ab dem 1. November desselben Jahres auf Nick Deutschland ausgestrahlt wurde. Die Folgen wurden übrigens von Thomas und Alice Taylor, der Tochter von Tisson und Taylor, geschrieben. Ja, an dieser Stelle werfe ich immer einen genaueren Blick auf die Darsteller und ihre deutschen Stimmen. Aber bei Barberpapa gibt es natürlich keine Darsteller. Und Stimmen gab es exakt eine. Tja, denn die Serie hat tatsächlich nur einen Erzähler, der alle Figuren spricht. Ähnlich wie es bei den Mumins, König Rollo oder den Wombles der Fall ist. Und dieser Erzähler ist Peter Kirchberger. Seine Stimme begleitet mich schon mein ganzes Leben lang, denn er ist eine der am häufigsten wiederkehrenden Stimmen seit der ersten Folge der Sesamstraße. War Offsprecher bei 1, 2 oder 3 mit Michael Schanze, sprach Batman in der 60er-Jahre-Serie und natürlich kennen wir ihn als die Stimme von Wallace in den Wallace & Gromit-Filmen. Er kehrte 2010 auch als Erzähler für die zweite Staffel zurück und übernahm, wie bereits bei der Originalserie, auch die Synchronregie. In den Barberpapa-Serien von 1999 und 2020 ist er allerdings nicht zu hören, weil dort jede Figur einen eigenen Sprecher hat. In der letzten Serie spricht sogar Dennis Schmidt-Voss, der auch die deutsche Stimme von Ryan Reynolds ist, die Rolle von Barberpapa. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Eine der häufigsten Fragen, wenn es um Barberpapa geht, ist, wo der überhaupt herkommt und was sein Name bedeutet. Na gut, das sind 2 Fragen, aber ich beantworte sie euch trotzdem. Der Name Barberpapa bedeutet nicht, dass es sich dabei um den Papa von Barbara handelt oder sogar um den von Barbar. Er kommt aus dem Französischen und ist eine Abwandlung des Begriffes Barbepapa, was so viel wie Zuckerwatte heißt. Dieser Name geht auf eine zufällige Begegnung des Ehepaars Tisson und Taylor zurück, die sie am 19. Mai 1970 im Pariser Jardin de Luxembourg hatten. Dort trafen die beiden auf ein anderes Ehepaar, dessen Kind sie nach etwas fragte, das wie ba 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 klang. Als Annette Tisson fragte, was das Kind meine, antwortete die Mutter, dass es Zuckerwatte haben wolle. Deshalb hat Barberpapa auch die rosa Farbe und die zuckerwatteartige Form. Kleine Anmerkung am Rande. Barbepapa bedeutet übrigens auch wörtlich übersetzt so viel wie der Bart von Papa. Nein, doch. Oh. Die Herkunft des Barberpapas wird in der Serie nie wirklich erklärt. Es wird einfach suggeriert, dass er ein Klumpen im Erdboden sei, der irgendwann daraus hervorwuchs. Genauso verhält es sich mit Barbermama, die er in der 8. Folge trifft und natürlich auch bei seinen Kindern. Ja, das nenne ich mal unbefleckte Empfängnis. Da werden die Störche doch glatt arbeitslos. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit Barberpapa. Viel mehr habe ich nicht gefunden über diese alte Serie, bis auf ein paar Bonusinfos vielleicht. Immer wenn Barberpapa sich verwandelt, hören wir den Spruch Raru Rick, Barber Trick.
Das war keine Erfindung von Peter Kirchberger, sondern geht auf die Originaltexte zurück. So heißt es im französischen Original zum Beispiel Üb, 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 Barber Trück. Auf Englisch Clicke die Click Barber Trick oder auf Italienisch Resta di Strucco e un Barber Trucco. Einige der Barberkinder haben einige Jahre später neue Namen zugewiesen bekommen. So wurde aus Barbaletta zum Beispiel Barber Sophie, aus Barbarix Barber Helle, aus Barbarwum Barber Bravo und aus Barbarkuss wurde Barber Zoo. Die Originalbücher von Barberpapa erschienen bei uns erst 1979 im Stalling Verlag, also lange nach der Serie und sogar nach den Comics. Die Spieleschmiede Sunsoft veröffentlichte 2001 in Japan ein Barberpapa-Videospiel für die PlayStation. Und bei uns gab es für den Gameboy ein Spiel, das im Grunde ein Barberpapa-Spiel hätte sein können. Vielleicht waren auch die Lizenzen zu teuer. Es hieß A Boy and His Blob. Auf DVD kamen in den vergangenen Jahren auch mehrere Editionen der Serie auf den Markt, doch die kompletteste ist bis heute die Veröffentlichung von Universum Film aus dem Jahr 2012, auf der die klassische Serie und die Folgeserie Um die Welt mit Barberpapa enthalten ist. Und das war's dann auch schon wieder mit Barberpapa. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch ein ganz grandioses Wochenende mit lieben Menschen, die euch gut tun. Mehr, wenn ihr mich wiederseht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht.